Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir waren shoppen. Besser gesagt, eigentlich sollte Nuxia den shoppen gehen. Aber irgendwie hat sich so ergeben, dass ich auch shoppen war. Eigentlich wollte ich nämlich mir nichts kaufen, weil ich mir schon was anderes bestellt habe. Nämlich etwas fürs Auto, nämlich so eine Politur. Aber dazu kommen wir dann in einem anderen Video dazu, wenn es dann da ist. Und eigentlich war wirklich der Plan nur gewesen, dass Xirin sich was kauft. Und sie hat dann gesagt, ach, guck doch auch mal. Und dann habe ich natürlich ein paar Sachen gefunden. Und das zeige ich euch heute. So, das sind Xirins Sachen. Ich zeige einfach mal so ein bisschen, was Xirin sich geholt hat. Jetzt sehe ich hier ein schwarzes Tanktop geholt. Sieht hübsch aus. Das ist voll überraschend. Da war ich selber erstaunt, dass sie das so gut steht. Das sah richtig, richtig... Ich sag jetzt mal, süß an ihr aus und war echt überrascht. So dieses Karierte, das finde ich eigentlich gar nicht so schön. Aber das sah mit ihren süßen blonden Härchen echt toll aus. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wenn sie das dann demnächst anziehen will. Dann hat sie sich das hier geholt. Das ist auch eigentlich voll schön. So diese Farbe hat sie eigentlich eher selten. Aber auch echt schön. Dann, das gefällt mir persönlich nicht so, aber pssst. Das ist das hier. Ein Pulli mit einem V drauf. Ja, er ist okay, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Ich bin jetzt nicht so der Pulli-Fan, vor allem nicht bei Frauen. Aber es gibt schon schöne Pullis. Der geht schon in die Richtung schön. Das ist nichts für dich, Leo. Und ja, ich finde ihn persönlich jetzt nicht so prickelnd. Aber wichtig ist, dass sie den Pulli schön findet. Dann hat sie sich voll diese Jogginghose geholt. Und hier, da ist so ein Chihuahua drauf. Voll süß. Das ist voll knuffig. Und da steht LA, Travel More On. Echt nett. So, dann haben wir hier noch so einen blauen Pulli. Den finde ich schöner. Da steht New York drauf. Ganz cool. Oder? New York? Ich weiß gar nicht, was da drauf steht. Hey, das ist nicht dein Essen. Das gehört der Amy. Hm. Das war süß, ne? Also die Farbe ist auch super cool. Dann hat sie sich hier noch so ein einfaches blaues T-Shirt geholt, finde ich auch sehr schön. Und eine neue Jeans, finde ich super cool. Hat sie sich gut ausgesucht, finde ich. Finde ich klasse, auf jeden Fall. So, dann meine Sachen. Das ist natürlich für mich ein bisschen interessanter. Und zwar habe ich mir mal eine schwarze Hose gekauft. Das ist meine erste, ja, so krass schwarze Hose. Bin mega gespannt. Das ist eigentlich im Prinzip so vom Schnitt her eigentlich so, wie ich schon habe an Hose. An Hose? An Hose, genau. Nur halt in Schwarz. So, dann habe ich mir einen Gürtel geholt. Letztens wollte ich einen Anzug anziehen, konnte kein Hemd dazu anziehen mit Hemd in die Hose, sonst macht das keinen Sinn. Und ich finde, wenn man einen Anzug anzieht und hat keinen Gürtel, das sieht irgendwie komisch aus, das sieht scheiße aus. Und ich habe zwar einen Gürtel, aber der ist nicht mehr so schön, deswegen habe ich mir hier so einen neuen Gürtel geholt. Und er hat eigentlich ein ziemlich lustiges Muster. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wahrscheinlich werde ich ihn dann wahrscheinlich auch wann anders anziehen und nicht nur, wenn ich den Anzug anziehe. Darauf freue ich mich am meisten. Das war auch voll günstig. Das hat 7 Euro nur gekostet. Da steht Fuck It drauf. Mega nice. Voll geil. 1000 Mal. Da habe ich gedacht, für Vlogs ist das super cool. So, und dann habe ich mir noch ein Hemd geholt. Ich habe zwar ein Hemd, das ist ein kurzärmliches Hemd, aber noch kein langärmliches. Also das hier ist ein langärmliches Hemd. Und in weiß, in schwarz habe ich schon eins. Ziehe ich eher selten an, aber wenn ich mal eins anziehen will, dann habe ich keins. Das ist immer blöd, deswegen habe ich mir das gekauft. Das war es eigentlich auch schon an Klamotten. Reicht sowieso dafür, dass ich eigentlich gar nichts kaufen wollte. Auf jeden Fall super, super nice. Ich stopfe das jetzt mal wieder rein. Das ist meins. Muss man erst waschen. Ja, auf jeden Fall super, super schöne Sachen. Finde ich richtig toll. Dafür vor allem, dass ich eigentlich gar nichts kaufen wollte. Weil ich habe mir, wie gesagt, etwas gekauft fürs Auto, was richtig toll ist. Und also so ein Politur-Set mit Shampoo, Wachs und Schleifpolituren. Damit will ich den Cadillac wieder ein bisschen schön machen. Weil über Winter hat der Lack ein bisschen gelitten.
Und darauf freue ich mich schon, aber das ist noch nicht da, das kommt wahrscheinlich morgen erst. Und das können wir dann am Wochenende wahrscheinlich dann mal ausprobieren, wenn das Wetter passt. Da freue ich mich schon drauf. So, ja, liebe Leute, das war's auch schon mit dem Vlog. Wir sind gerade am Kochen. Also wir machen gerade Essen, dann werden wir ja, dann wahrscheinlich Fernsehen gucken oder weiß ich nicht, noch ein paar Videos bearbeiten, das Video noch bearbeiten. Das soll ja heute noch online kommen. Und dann war's das erst schon für heute. Tja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr heute so gemacht habt, was ihr so erlebt habt. Und ja, ob vielleicht irgendwas von diesen Klamotten auch was für euch wäre, das würde mich mal interessieren. Sagt ihr, boah, cool, wo hast du das gekauft? Das sieht ja super toll aus. Oder sagt ihr, naja, ist nicht mein Geschmack. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.